Hallöchen Popöchen, wie geht's, wie steht's? Heute ein weiteres Zigarrenreview von mir und wieder was ganz, ganz Neues. Die Vega Fina Year of the Red 2020 Limitada kostet 12,80 Euro das Stück, 15 cm Länge, Toro-Format, 52er Ringmaß, Deckblatt, Umblatt Nicaragua, Einlage Nicaragua und dominikanisches Piloto Tabak. Und ja, wieder mal eine super tolle Limitada. Sieht der Year of the Pig von Vega Fina sehr ähnlich. Also muss man schon genauer hinschauen. Das ist eine Ratte hier, kein Schweinchen wie letztes Jahr. Und klar, die ist jetzt die Woche ausgeliefert, in Deutschland zumindest. Und ja. Sieht sehr cool aus auf jeden Fall, die Schachtel auch, die Box, ein bisschen anders als die Year of the Pig, also ich habe gedacht, auch wieder rot, klar, und haben wir hier aber von der Schachtel her auf jeden Fall eine andere Aufmachung, weil bei der Pig war ja nur oben so ein dünnes Brettchen, das ist so eine Klappe, die aufging, und die hat man richtig schön theoretisch noch einen zweiten kleinen Humidor sozusagen dabei. Ich habe natürlich separat nochmal eine gekauft, weil die Kiste lasse ich erstmal so und lagere ich. Ich habe übrigens neulich auch jetzt nach einem Jahr die Year of the Pig nochmal geraucht und die ist deutlich smoother geworden. Nicht ganz so pfeffrig und nicht ganz so erdig, wie sie ganz frisch war. Deswegen ist es immer ganz gut, auch bei Nicht-Kubanern die Zigarre, ich würde sagen, ja, ein Jahr maximal zu lagern. Hat auch so diesen Red Tail hinten dran. Letztes Jahr hieß es Pigtail und hier halt dann eben dieses Mal das Red Tail, also so ein kleines Zipfelchen, habe ich schon weggemacht. Machen wir mal den Kalt-Geruchtest gleich. Leicht Schokolade, heuig, holzig, Kaltzug. Kaltzug geht auch in die Richtung Heu, Gras und so ein Tick Pfeffer kommt so ganz dezent schon durch. Machen wir sie an und hoffentlich haben wir hier eine tolle Zigarre wieder. Spoiler-Alarm, die ist geil. Ich habe sie gestern schon mal geraucht. So, machen wir die Zigarre an. Ja, relativ windig, deswegen hebe ich das Feuerzeug so nah hin an die lieben Kritiker. Manchmal muss man es halt einfach näher hinheben. Ist so. True story, bro. Kriege ich schon richtig das Holz, Zedernholz. Du merkst sofort auf den Lippen eine gewisse Honigsüße, aber gleichzeitig auch etwas Herbes, Kräuterhaftes Richtung Zedernholz und so ein bisschen Prickeln fängt auch schon an. Also jetzt am Anfang so eine gute Kombination aus Creme, Süße, aber doch auch gleichzeitig ein bisschen was Herbes, Scharfes, Holziges. So Leute, recht windig, ich hoffe ihr versteht mich. Recht früh, wie ihr sehen könnt, kommt schon wirklich frischer schwarzer Pfeffer hinzu. Von der Stärke her 4 von 10 würde ich ungefähr sagen. Aber gleichzeitig diese Honigsüße auf den Lippen. Sie wird jetzt aber ein bisschen ledriger auch vom Geschmack her. Also es tut sich recht schnell recht viel. So ein bisschen Hauch von Macadamia-Nuss und so ein Hauch von Schokolade. Aber halt eben auch sehr holzig. Das ist mir beim gestrigen Exemplar auch so gewesen.
dass die Asche sehr flockig ist, also sehr fein und flockig, die fliegt relativ schnell ab. Und jetzt kommt wieder was Subjektives, individuell, das Gehirn tut sich ja immer so ein bisschen die Aromen zusammenreimen. Jetzt wird sie leicht süffig, fruchtig und im Nachgeschmack auch könnte man ihr so einen gewissen feinen Cognac nachsagen. Also es erinnert mich so an die Vega Fina Sanomones bzw. die Rum Barrel, wo halt die Tabakblätter noch in so einem alten Rumfass irgendwie abgehangen werden. So ein bisschen so eine Süffigkeit kriegt sie jetzt. Der Pfeffer ist so ein bisschen in den Hintergrund geraten, sie ist nach wie vor recht holzig und ledrig ist sie geworden, ein bisschen trocken. Also die Creme ist nahezu verschwunden. So, jetzt nach knapp einer Stunde, angenehme Würze, Leder und ja, jetzt dümpelt sie so ein bisschen vor sich her. Also wie gesagt, ist einfach ein bisschen würzig, ein bisschen ledrig, holzig und also im Vergleich zu Year of the Pig ist auf jeden Fall anders. Die hier hat mehr Nuancen schon gleich am Anfang gehabt mit diesem Macadamia-Nuss, dieses leicht Honigsüße auf den Lippen, so zumindest die ersten paar Minuten. Und ja, dann dieses Süffige, das hatte die Year of the Pig nicht. Und die Year of the Pig wäre jetzt auch schon in dem Stadium relativ erdig, grasig geworden. Und hier haben wir jetzt einfach schönes Gewürz und ein bisschen Holz und Leder. Ja, das war's. So, jetzt nach knapp 80 Minuten kommt allmählich die Erde hinzu, aber so eine gute Mischung aus Cappuccino und Erde, also so eine gewisse Röstgeschichte habe ich jetzt am Start, so ein bisschen Schoko, aber wirklich Nuancen, ja. Wir reden hier von Nuancen. Und ja, Abbrand ist, gut, es war halt sehr windig jetzt, war jetzt heute nicht so toll. Aber ja. Hat auf jeden Fall viel zu bieten, sind aber wirklich Nuancen, da muss man genau drauf achten. Bewusst rauchen. Ansonsten ist es halt schon eine mittelkräftige, würzige Zigarre auf jeden Fall. So, jetzt kommt die Erde ein bisschen mehr durch, ein bisschen dominanter. Aber trotzdem dieses nussige, süße, leicht schokoartig ist immer so ein bisschen dezent im Hintergrund. Wirklich tolle Zigarre, schmeckt und ja, 5 von 5 auf alle Fälle. Kauft sie euch, wieder streng limitiert. Zum Beispiel im Pforzheim Silke Hakai hat auch eine Kiste bekommen oder Jürgen Ring in seinem Crazy Store bei Balingen, Biesingen da hinten in der Gegend, zum Beispiel M. Tabaksdösle in Köln oder Winfried Lünger aus Krefeld. Überall gibt es die jetzt endlich mal zu kaufen. Bis zum nächsten Mal.